So, der Erik Mechler hat jetzt gerade gesagt, ich hätte mal wieder keinen Ton. Ja, Entschuldigung. Also, nochmals, wir haben es 10.10 Uhr, jetzt 10.11 Uhr. Am Dienstag, herzlich willkommen zur neuesten Folge Frag den Roger. Und heute geht es ums Thema der Business Suite, die ich schon auf dem iPhone entsprechend heruntergeladen habe. Hier vielen Dank an den Hinweis von Erik Oliver Mechler, der gesagt hat, die neue Business Suite sei jetzt verfügbar. Ich habe hier so ein iPhone 11 mit der neuesten iOS-Version und da gibt es dann natürlich auch sicherlich die ganzen Installationen und so weiter von Facebook auch zu sehen. Und ich zeige dir heute mal, wie diese Suite entsprechend aussieht und vor allem, was der Vorteil ist. Es gibt einen ganz entscheidenden Vorteil, den ich dir gleich mal zeigen werde. Gut, dann schauen wir uns mal auf dem iPhone ein bisschen rum. Also, du siehst hier schon in der Mitte die Business Suite. Ich kann jetzt noch nicht ganz so viel anfangen mit diesem Symbol oben zwischen Messenger und Facebook, aber wenn ich da drauf gehe, dann sieht die App im Prinzip ganz normal aus wie vorher. Man kann oben links entsprechend auf den Fanseiten wechseln hier. Man kann einen Button hinzufügen und so weiter. Also die ganze Funktion hier ist ganz normal vorhanden. Man sieht jetzt aber zum Beispiel hier, dass die noch ein bisschen Designproblem hat, weil hier steht Personen. Hier sollte normalerweise auf der linken Seite stehen, dass die Anzahl der Personen drinstehen sollte. Was jetzt aber eine große Änderung ist, du hast unten in der Mitte dieses, ja, ich will mal fast sagen, Postfach. Und wenn du da jetzt drauf gehst, dann hast du hier neu gemeinsame Tabs. Und das ist eines der besten Änderungen, die Facebook jetzt hervorgebracht hat. Du kannst jetzt nämlich, wenn du Instagram und Facebook zusammen verbunden hast mit deiner Fanseite, dann hast du hier den Posteingang in einem drin. Also du musst jetzt nicht mehr wechseln zwischen Instagram und Facebook und das vereinfacht natürlich auch die ganze Administration für die ganzen Leute, die zum Beispiel Redakteure und so weiter sind auf der Fanseite. Dann haben wir hier das OK und jetzt wird das Ganze mal ein bisschen geladen, wenn es dann funktioniert. Wenn du jetzt aber auf der rechten Seite unten rechts hingehst auf dieses Aktenkoffer-Symbol und dann auf Einstellungen gehst, dann siehst du hier, dass du Instagram verbinden kannst. Und ich verknüpfe jetzt mal kurz mein Konto, damit du jetzt nicht siehst, wie mein Passwort aussieht, logge ich mich kurz ein mit meinem alten Konto, was ich mal hatte. So, dann kann ich jetzt wieder zurückwechseln, weil ich habe jetzt auch eine SMS erhalten für die Zweiweg-Authentifizierung. Das auch noch bestätigen. Und jetzt ist das Instagram-Konto entsprechend verbunden. Genau, das ist mein altes Konto, was ich jetzt noch für den Test benutze. Und jetzt siehst du hier auf der linken Seite Instagram @lernen mit Roger Verknüpfung aufheben. Da könntest du jetzt die Verknüpfung wieder aufheben. Jetzt gibt es aber eine Änderung und zwar hier im Posteingang, im Hauptordner drin, wenn es dann geladen wird. Und zwar hättest du jetzt hier, wenn es geladen ist, die entsprechende Übersicht. Das heißt, du hast hier beide Sachen drin und auf der rechten Seite bei diesem Schieberegler, wenn du da drauf klickst, kannst du noch wechseln zwischen Messenger
und Instagram direkt. Weil die Übersicht siehst du dann nur mit diesem komischen Messenger-Symbol, was da entsprechend drin ist. Und wenn du hier jetzt wechselst auf den Hauptordner, dann hast du alle drin. Und wie du siehst, hier die erste Nachricht ist so mit dem kleinen Symbol von Messenger. Und du kannst jetzt aber auch direkt nur auf den Messenger wechseln. Also du siehst, das ist eine der besten Änderungen für die Administration von Facebook-Nachrichten, weil Facebook legt immer mehr Wert, dass hier auch diese 1:1-Kommunikation stattfindet. Und wie gesagt, das ist auf iPhone bereits erhältlich. Einfach mal kurz in die App-Einstellungen gehen, beziehungsweise in die Apps und dort die Seitenmanager-App entsprechend aktualisieren. Dann hast du vielleicht die neue Business Suite auch schon. Viel geändert hat sich eigentlich nicht, wird aber sicherlich noch mehr dazukommen. Ich habe dir auch den entsprechenden Beitrag noch verlinkt in der Beschreibung und auf YouTube packe ich das noch in die Beschreibung rein, weil die kann ich zu Beginn des Livestreams nicht machen. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir da die Business Suite ein bisschen näher bringen. Wann es genau auf Android kommt, ich habe gestern ein Update gemacht. Das kann ich dir leider nicht sagen, weil Android immer ein bisschen hinterherhinkt bei solchen Sachen. Gerade wenn man vor allem für iPhone ist halt natürlich in Amerika so, dass man dort zuerst mal mit iPhone programmiert bzw. mit dem App Store sich das Ganze anschaut und testet und danach kommt dann Android. Gut. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, dass du es teilst, dass du es likest und so weiter. Und für YouTube, ich habe dir hier, nee, hier jetzt noch zwei Videos verlinkt, die dich grundsätzlich interessieren könnten. Und übers Abonnieren freue ich mich natürlich auch. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und